Jo Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar haben wir letztes Mal ein paar hier getötet. Solomons Galeria. Moment. Hier war das, ne? Oh! Wie komme ich da rein? Bestimmt später. Ah. Jetzt. Muss ich hier rein? Genau. Ja gut. Lorenz Zeitig. Turm. Dann geht's weiter. So, manche Türen wurden mit Sicherheitsstreben verstärkt. Fern Sie diese Magnetschlösser mit dem Wartungsheber. Klar, mache ich gerne. Ripley ist Überlebenskünstlerin und kann Gefahr auf vielfältige Weise vermeiden. Ja, sind wie Werkzeug. Für jeden Job gibt es eine richtige. Was? Warte, mit einer Pistole kann ich zum Beispiel. Warte, ich kann es nicht lesen. Je mehr sie bauen. Und mir wurde gesagt von Money Cross, es gibt nette Androiden und es gibt böse Androiden. Böse Androiden sind rote Augen und gute Androiden haben weiße Augen. Und das werde ich mir auch schön merken. Ich bin im Systektor. Gott. Störungen. Okay. Speichern. Schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sixten. Ich kann es nicht aussprechen. Instabiles System. Warum aktiviert man das dann? Nee. Moment mal. Muss ich hier hin? Nicht rennen in dem Spiel. Und nicht in Lüftungsschächte gehen. Ach, hier ist noch einer. What the fuck? Was ist das denn? What the? Ist es ein Bug? Habe ich einen Glitch wieder ausgelöst? Geil! Geiler Glitch. Wieder mal. Gib mir ein Spiel und ich schaffe es zu glitchen. Egal welches Spiel. Ach Mann. Wozu dann? Okay. Nee. Sehen Sie hinter mir. Neben mir. Vor mir. Dort. Ach. Wir sind wieder hier am Anfang. Cool. Okay, dann mache ich mir eine Rauch. Granate. So, MP-Mine, Molotow. Geräuschemacher. Okay, Molotow. Ja, dann lasse ich es mal so lange. Solange es Ellie nicht kommt, ist eigentlich alles toll. Ich hoffe, das Alien hat es jetzt gerade nicht gehört. Oh, ich kann nicht mal hier weiter. Ich werde das Alien kommt dann. So. Was ist das denn für ein Zeichen? Ach so. Klar. Und geschafft.
Danke. Kann ich das so machen? Bindemittel. Schrott. Flammenwerfer. Oh ja. Ey, das ist ja was Grünes. Taschenlampe, Batterien. Immer gerne gesehen bei mir. Komponente B. Geräuschemacher habe ich. MP-Mine, Molotov. Ja, so lange brauche ich nichts. Was ist Notstromo? Das ist bestimmt Notstromgenerator. Ah, Komponente B. Kann ich noch was machen? Nein. Ach Mensch. Ja, dann machen wir es mal. Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Erstbericht des wissenschaftlichen Offiziers. Ich wurde auf die Nostromo versetzt. Die entsprechenden Papiere sind geschrieben und ich habe Zugriff auf den Mutter 6000 Hauptcomputer des Schiffs. Captain Dallas und der leitende Offizier scheinen von meinem Äußeren irritiert, aber das war zu erwarten. Jetzt bleibt nur noch auf eine produktive Reise zu hoffen. Ash, Ende. Alles klar. Dann würde ich sagen, erstmal speichern. Wieder mal. So, Server ab. Alles klar. Wird gleich erledigt. Erstmal noch einmal speichern. Hier ist nichts mehr. Okay, nach oben gucken. Man weiß ja nie, wo das Alien sein könnte. Ne? Alien Isolation, ich kenne dich. Zugangscode benötigt. Immer ausschalten. Plasma. Okay. Moment mal. Hier war nichts, oder? Nee, da war nur Karte. Okay. Ach, hier bin ich wieder. Ja, wo ich am Anfang sehr viel gestorben bin. Das Alien ist jetzt. Oh mein Gott! Habe ich mich gerade erschrocken. Mein Herz. Tut mir leid, das Mikrofon. Gelegenen Brandschutzsammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Dies könnte mit Aufmerksamkeit bedürfen. Ah. Mir bitte. Ich dachte, du wärst nett. Ich dachte, er wäre nett. Er hatte doch grüne Überzeugung. Warum ist er auf einmal so böse? Alter. Leute. Ich habe mich vorhin. Ich habe mich gerade so erschrocken. Mein schlimmstes Jumpscare und das nicht vom Alien. Ja, okay, das war unnötig jetzt. Ja, aber wo genau muss ich jetzt hin? Hä? Erstmal kurz raus.
Alter. Okay. Rein. Schnell sammeln. Wieder raus. Rein, raus, rein, raus. Okay. Wohin? Wohin? Ah, ach so. Klar. Alter, es war wirklich der schlimmste Schreckmoment, was man je haben kann. Ich hatte gerade wirklich die schlimmste Schreckmoment. Alter. Alter. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Da hast du auch wieder mal recht. Das Alien ist neben mir. Ah. Oh mein Gott. Ich will das nicht nochmal machen. Warum gehe ich erstmal speichern? Hä? Lässt du mich speichern spielen? Oder darf ich das nicht? Weil ich bin gerade so richtig, sag ich mal so, mein Herz klopft ziemlich doll. Hoffentlich hört ihr das nicht. Obwohl, das könnt ihr auch nicht. Ach man. Ich habe mich vorhin wirklich sehr schocken. Ja, okay. Hören wir auf, darüber zu reden. Ich vergaß. Dieses Spiel darf man niemals laufen. Das ist der größte Fehler, was man machen kann. Nach links, genau. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Was meinst du? Ihn töten? Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Warte, was? Oh. Ups. Das war also ein Netter. Ups. Habe ich einen Fehler begangen. Ich dachte, er wäre böse. Naja. Man weiß ja nie, ne? Hey Leute, tut mir leid, dass ich hier eine Rohrzange ins Gesicht geschoben habe. Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Oh. Muni. Habt ihr mir was liegen gelassen? Freunde? Freunde? Oh, ein Toter. Nett. Habe ich überhaupt hier einen Speicherpunkt? Einfach aufmachen. Man weiß ja nie. Instabiles System, mehr nicht. Gut. Hauptsache kein Gegner. Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Glasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten.
Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Ah, Lüftungsschächte. Ist immer noch am besten. Instabiles System, das ist blöd. Ich deaktiviere alles, damit ich es nicht später machen muss. Die Kreatur ist hier. Sie müssen hier verschwinden. Wo sollen wir denn jetzt noch hin? Das Einkaufszentrum beim Marshall-Büro ist der sicherste Ort. Okay, okay. Danke. Immer gerne. Aber nicht so schnell gehen, ja? Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Das Alien ist noch hier, also aufpassen. Das Alien kann immer wieder angreifen, also nichts. Nichts Risiko. Also nichts unternehmen. Okay. Rein mit uns. Hallo? Was ist das? Flammenöl? Was macht das denn auf einmal hier? Naja, die Sachen brauchen wir ja jetzt. Gucken wir. Hier kann ich nichts bauen. Hier kann ich auch nichts bauen. Medikit brauche ich. Unbedingt. Davon mache ich jetzt 2 Stück. Okay. Dann einmal das hier bauen. Hä? Ich habe doch nichts gemacht gerade. Okay. Den Revolver nehmen. Verbesserung. Alles klar. Dann nichts wie weiter. Klettern. Ich brauche jetzt 100% einen Speicherpunkt. Wo war ich hier ein Speicherpunkt eigentlich? Ich weiß selber nicht. Lieber leise und vorsichtig agieren. Ach. Okay. Runter. Warum müssen wir eigentlich den ganzen Mist machen? Bestimmt, weil wir die mutigste sind. Also wegen dem Ender. So. Wurden sie entdeckt, laufen sie weg. Ja, ich bin langsam und vorsichtig. Ach man, ich hoffe, wir bekommen jetzt einen Speicherpunkt. Ich möchte nicht den ganzen Weg nochmal machen. Und ich hoffe, jetzt kommt keine Explosion. Ach man. Sie aktualisiert. Ja, das weiß ich schon. Mein Controller ist grün. Das Alien scheint... Was zur... Hä, wo soll ich dann hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss dann. Wenn sie gelähmt sind. Ja, das weiß ich schon. Aber mich fragt es, Manikus, falls du dieses Video siehst, da war doch ein netter, sagen wir es mal so, aber er hat mich angegriffen, ins Feuer geschmissen. Dieser Android. Warum hat er das getan? Er ist doch... Er hatte doch weiße Augen. Nur da habe ich was falsch verstanden. Warum schmeißt er mich dann ins Feuer? Aber gut, dass er dann verbrannt ist. Ah, wie sollen die Gespräche auch noch untersuchen, also. Ja. Warum kommt jetzt diese Musik? Server Hub? Ja, und wo ist dieser Server Hub? Und warum vibriert? Ach so, klar, okay.
Aber es wäre auch nicht schlecht, einen Speicherpunkt zu finden. Aber komme ich doch nicht rein. Wie zur Hölle soll ich da reinfinden? Oder muss ich hier rein? Strom wiederherstellen, ne? Ach, das habe ich ja komplett vergessen. Und da unten gibt es ja, glaube ich, einen Speicherpunkt. Aber jetzt gucken. Man weiß ja nie. So. War ich hier nicht noch eine Truhe? Egal. Hier muss ich runter. Gut zu wissen. Weiter runter. Oder muss ich zu diesem Fahrstuhl? Wo ich schon einmal war. Moment, gibt es hier einen Speicherpunkt? Ja, gibt es. Der Eingang ist direkt vor. Oh Gott. Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Ja, ja. Darf ich jetzt mal speichern? Dass Alien jetzt kommen kann. Schnell speichern. Ich warne dich. Okay. Leute, ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Tschüss.